So, alle anderen Trupps sammeln. Ah, sehr schön. Die kriegen Waffen und alles. Trupp 5. Trupp 5 würde ich am liebsten auf seine erste Feuertaufe schicken. Die hier sehen aus, als ob sie kurz vorm nächsten Levelaufstieg sind. Sehr gut ist. Life. What's the point anyways? So, die stehen hier bereit, um die geschwächten Helden zu zermatschen. Heroes are entering your dungeon. Nein, Baal. Genau, teilt euch auf. Das ist sehr schön. Und fällt der Schwäche zum Opfer. Nein. Ich habe keine Lust, einen Berserker zu verlieren. Ich hau mal eine ordentliche Heilung rein. Porte den mal rein und lass ihn implodieren. So, das heilt dann nochmal zusätzlich. Wenn du für sonst nichts gut ist. So. Das gibt jetzt ordentlich Materialien. Und ich kann meine Trupps jetzt mal draußen porten. Und Baal. So. Wir mal abwechseln. Beißer und Einigler. So. So. Dann suchen wir jetzt erstmal nach dem Geheimgang. Genau. Und weg mit euch. Die Map ist ja hoffentlich nicht so groß. Ah, wir haben genug. Und noch einen hier von der Sorte. Oh, und die brauchen jetzt... Missionsziel erreicht. Bewuchs beseitigen. Das dürfen wir hinkriegen, aber erstmal gucken wir uns hier in dem Gebiet um. Ah. Stimmt, hier spawnen ja Gegner. Irgendwie spawnen hier Gegner. Trupp 5. Oh, Trupp 5 hat einen Soldaten verloren. Nicht so toll. So, waren das jetzt alle? Nein, da ist noch ein dicker Trupp. Okay, mit was ersetze ich den jetzt? Am besten eigentlich mit einem Recken. Ah, für einen Recken brauche ich erst Materialien. So. Sind alle tot? Ja. Trupp 5. Kann sich hochtrainieren, während die anderen Trupps den Weg frei moschen. Die werden wahrscheinlich alle eher aufsteigen als der Priester.
Deswegen schicke ich, glaube ich, Trupp 5 dann gleich mal los. Ja. Nachdem er gegessen hat. Und nachdem ich ihm wenigstens Stufe 2 Ausrüstung spendieren konnte, auch wenn ich das jetzt nicht gerade effektiv umgetauscht habe. Hey, ihr da. Neue Schläge. Könnt ihr gern haben. So, der Trupp ist fertig. Schicke ich ihn einfach mal los. Materialien besorgen, dass ich den Trupp fertig aufstufen kann. Und vielleicht kriegen die da ja auch noch ein bisschen Level up dadurch. Ah, ein paar Helden. Jo. Sterbt einfach alle. Ja, die werden wieder geprügelt. Ah, ihr seid schon wieder zurück, also könnt ihr euch hier auch mitmischen. So. Ups. Entschuldigung, war keine Absicht, euch gleich wieder ein Gruppenmitglied in den Tod zu schicken. Macht nichts. Nur gleich ersetzt durch einen Berserker. So, hier oben ist nix. Und ich glaube, hier oben ist eh Sackgasse. Wir müssen wieder da runter. Ja, hier oben ist nur eine Truhe. Aber hey, warum soll man wählerisch sein? Genau, wascht alles. Ja. Ich glaube, ich werde mal alle zum Futtern schicken. 3, 4 und 5. Essen, essen. Oh, hey. Sehr schön. Du kannst auch schon mal bessere Rüstung anlegen. Und du auch. Da fehlen nur dir Erfahrung und dir Erfahrung. Ja. Essen und Essen. Squad 4 braucht zurzeit nichts. Okay. Das heißt, ich kann Ball mal wieder. Oh, ich kann Ball hier hin porten. Alle Trupps zu ihm. Und dann erst Krypta, dann die anderen beiden. So, aber erstmal schön durch die Meute häckseln. Beef is back on the menu, lad. Wird es nicht so lange dauern, könnte Ball die Hälfte alleine machen. 25 Schätze, habe ich die Truhe hier oben eigentlich aufgemacht? Nein, habe ich nicht. Life. What's the point anyways? Neue Rune. Life. What's the point anyways? So, jetzt gehen wir da rum, dann gehen wir unten rum. Genau, das hier ist der Friedhof von Krypta. Der Friedhof. Und ich kann Pilze und Materialien umwandeln. Sehr schön.
there. Next time you do. So, die Schreine aktivieren und dann die drei Geister verprügeln. Mittlerweile weiß ich ja, wie das funktioniert. Nachdem ich bei Santa so viel rumrätseln musste. So, da ist der zweite Schrein schon. Und der dritte ist da drüben und dann war es das Ganze auch schon. Obwohl, was ist hier eigentlich? Hier ist nichts außer einer lauschigen Ecke. So. Hier haben sich nur zwei Helden versteckt. So. Alle Truppen. Die Richtung. Na, ihr kriegt nicht sonderlich schnelle Erfahrungspunkte und ihr bräuchtet beide noch ziemlich viel. So, und hier ist dann der dritte Schrein. Und dann muss ich die drei Priester töten. Ja. Alles aufgedeckt, sehr schön. So, Baal tut erst einmal da den Schrein aktivieren. Und dann kommt der Krollenwächter, den wir einfach mal so wegnatzen können. Wenn ich ihn sehen würde. So. Das ist der Agrela-Wächter. Der tut zum Glück nicht wieder auferstehen, aber ich glaube, der tut den Kryptapriester, die Kryptapriesterin heilen. So. Würde ich gern wissen, warum ihr keine Aggressivität verliert. Ihr habt doch einen Einigler. Oder habt ihr hier irgendwas? Ach so, ihr erlangt Aggressivität beim Moschen. Okay. So. Das heißt, jeder kriegt noch mal was zu futtern. Und dann kümmern wir uns um die anderen beiden Priester. Achso, das ist der Zielmarker. Okay. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass ihr essen geht und dass ihr auch essen geht. So. Das heißt, die drei Agro-Gruppen, also die mit Aggressivitätskreaturen oder Schadenskreaturen, die kommen jetzt zu dem Kolmgeist. So. Und die anderen beiden zum Kryptageist zusammen mit Baal. So. Genau, haut die Kryptawächterin nieder.
Ah, die braucht zum Glück eine ganze Weile, um ihn wieder zu beleben. Jetzt ist er wieder belebt. Jetzt helfen wir mal ein bisschen dabei, ihn runter zu prügeln. So, und wenn der jetzt wieder weg ist, jetzt gleich nämlich, dreht sie sich wieder um und ist tot. Sehr schön. Yay, geschafft. No retreat, no surrender. There might be a brand new arse rubbing against the throne of Castle Twilight, but that won't upset our plan. Of course it upsets our plan. The Bannister boy is probably all hardened muscles and ligaments. I want the overfed old one. Well, it is as it is, and the final countdown has begun. Let's leave some minions here to protect our rear until we have penetrated the dark passage ahead. On the other side of that tunnel lies the high seat of your future kingdom with its gleaming towers. With its storerooms jam-packed with glitter and gold, its pantries bursting of crackers, cheese, and pureed fruits. I want it all, and I want it now! Yay, Oscar wird ein bisschen zu Gollum. Wegen Käse und Crackern. Wobei in der Übersetzung Kekse standen. Bei Keksen kann ich es ja noch verstehen, aber Cracker. Oh, volles Haus. Adrenalin, schlauer Beschützer. Ja, gut. Das heißt, wir kommen jetzt dann beim nächsten Mal zum großen Finale. Aber vorher gibt es erst einmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.